Any news from the Intel team, Rachel? Nothing yet. They're coming Amygdalan, but there's no trace of the obelisk. More and more areas of Amygdalan are turning into wasteland, and we can't do anything about it. I hate this. There must be something we can do. Wait a second. Let me see that map. What is it, Sonya? Lash, you said the block obelisk turns this running land into desert, right? Yippers, pretty neat, huh? Is the speed of desertification the same on any terrain? Whoa, word of the day, huh? Nice one, nerd. Yeah, it's the same speed, terrain doesn't matter at all. That's why the desert emits out from the obelisk at constant rate. Oh hey, I get it, that means... Yes, the obelisk is in the exact center of the desert, the land that's turning into desert. The deserts that we know of are here, here, and here, right? Yeah, and if you draw a circle on the perimeter and radiate inward, the center is right here. There? That can't be right. That's in the middle of the Crimson Sea. I see. Amygdalan is 70% water and has untapped resources on the ocean floor. So Black Hole built the base in the Crimson Sea and took advantage of that energy. Dude, yeah, if all the cities turn into desert, everyone would be onto them. But you can do whatever on the ocean floor, no one would ever know. It means that Black Hole Obelisk has transformed almost all of the Crimson Sea. The sea nearly consumed the process and has now spread onto Amygdalan itself. How terrible! In retrospect, the Black Obelisk and Red Rock Desert may have been a decoy. The enemy diverted our attention to buy time for the real plan. Oh, I'm so stupid, how could I have missed that? Don't blame yourself, Rachel, none of us imagined they'd do something so awful. Besides, we should still have time to stop it. Yeah, right on, Sasha. We've got time. Let's split back into the Crimson Sea and take them out. Radar is picking incoming allied forces, sir. They are approaching the base. It looks like the Great Unwashed have finally taken up their pitchforks. But the Hoi Polloi are far too late. We already have enough energy. Now all we have to do is sweep away these nuisances. Candy. Yes, my lord. They are coming. Yes, my lord, but set your mind at ease. They shall stand in front of the Black Obelisk and deliver the cup to grace with a plea. No, I will do it. You, my lord, you want to address this issue personally? I dislike battles. I get so tired. But they have come too far. This needs here. This ends here, now. There is it, the sea base. Ah, oh, possum spit, look at all those troops. Looks like we found ourselves one hunting out of termite nest, boys. Hey, there's the Black Obelisk, let's rush it. No, not a chance. What? Who are you? My name is Funbolt. I am Commander-in-Chief of Black Hole and its Eternal Master. You're behind all this? Already stolen half of Omegaland's energy. One half to go. I'll wring this land like a sponge. Nothing will remain but desert. The energy absorbed by my Black Obelisk secures my future. Eternal life. Absolute power! The universe shall bow to me! You'd destroy Amygdalan just for some ego trip? I am human. Nothing is more precious than life. My life! Who cares what happens to insects? I care only for myself. You're a complete mentalist, how dare you? Dare you say, dare? Oh, I dare. Ignorant
boy. I will crush you and drink your life. Ziemlich creepy, der Typ. Naja, der hat auf jeden Fall eine relativ große Armee. Zu von Bolts Statuswerten kann ich nur sagen, 10% mehr Offensive, 10% mehr Defensive. Dafür kriegt er allerdings, hat einen ziemlich langsamen Power Meter. Dafür ist eine Super Core Power, also er hat nur eine Super Core Power. Die braucht 10 Sterne, um vollständig aufzuladen. Und insgesamt, ja. Macht die was ähnliches wie die von Sturm, falls ihr die noch kennt. Denn Sturm hatte ja diese tolle Gabe, dass er seine Meteor runter crashen lässt. Nur ist sie bei Von Bolt meiner Meinung nach nicht ganz so heftig, denn naja. Sie hat den gleichen Radius wie die Supercore Power von Sturm, also sie macht da AE-Schaden. Allerdings macht sie nur 3 Schaden. Dafür allerdings können die Einheiten, die getroffen wurden, in der nächsten Runde keinen Zug machen. Was auch ziemlich böse ist manchmal. Ja. Es gibt meiner Meinung nach eine schnelle und eine lang und eine. Also es gibt eine schnelle und eine S-Rang-Variante für dieses Level. Ich persönlich bevorzuge allerdings die schnelle, weil ich jetzt sowieso schon kaum noch Lust habe, hier irgendwie mich großartig aufzuhalten. Daher werde ich die schnelle Variante bevorzugen. Mit der schnellen Variante werde ich mit Eagle hier einen Bomber oder einen Stealth Fighter nach oben schleusen und einfach den Black Obelisk zerstören mit einem Hit. Die langsamere Variante wäre es, mich mit der orangen Armee hier durch das Ganze hier durchzukämpfen, ein Loch in die Pipeline zu schießen und irgendwann den Obelisken mit einem Medium Tank, Neo Tank oder Mega Tank zu shattern. Ich persönlich bevorzuge aber, wie gesagt, die Variante mit Eagle. Also. The enemy controls multiple cities. We must stay sharp. Jake's troop, Rachel's troop, move out. We're going to shatter that obelisk. I hear that. We didn't come this far just so we could lose here. You're not taking one more acre of land from us. So, das ist doch mal eine Ansage. Und meine erste Amtshandlung, dieser Kristall hier muss weg. Ja, der hier. So. Ich muss natürlich auch auf diese Mini-Cannons aufpassen, weil die sind auch ziemlich annoying. Ich werde noch 2 Infanterieeinheiten machen. That black obelisk is just sitting there. Let's rush it. Why there? Hold your horses. Why don't we lay low and attack from long range? Das ist eine gute Idee, Grit. Denn ich brauche deine Einheiten, um hier ein bisschen aufzuräumen. Max habe ich hier sowieso nur als Unterstützung für Grid reingemacht. That's the ringleader, huh? He seems different from Sturm. See what happens when you cling to life. Hope I'm not like that when I'm old.
So. First, another big copter. Oops, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte erst mal schauen, wie weit der kommt. Und der Jäger ist das Einzige, was mich da oben wirklich interessiert von den Einheiten. Und das ist von Balls Team. Irgendwas passiert. Der muss weg, sonst habe ich da in der Mitte sowieso kaum eine Chance, irgendwas zu machen. So. Damit ist die erste Mini-Cannon schon mal weg. Diese Riesenreichweite von dem Teil. Ich finde sie immer wieder faszinierend. Meinen eigenen Jäger ran. Das soll auch so sein. Thank you.
will jetzt da ein bisschen von diesen Kristallen dann noch weglocken. Also von diesem einen zumindest noch. Den anderen habe ich mit Evil schon geschrottet. Hier muss Rachel nach vorne, weil der wird mir in der nächsten Runde ganz schön da reinrennen und dann mache ich ihm die Armee mit einer Super-Core-Power kaputt. Das wird zwar jetzt überhaupt nicht viel bringen, aber was soll's. Na dann, wo wollen wir denn weitermachen? Der Bomber kümmert mich eigentlich auch nicht, solange mein Stealth Fighter da durchkommt. Muss ich den Gurs sowieso. Mit nur noch 7 HP ist er weit weniger gefährlich. Geschluckt. Allerdings habe ich immer noch knapp keine Power, aber das sollte sich ganz leicht ändern, wenn ich diese Bombe hier runterschieße. Weil jetzt könnt ihr mal dreimal raten, wo die Raketen jetzt reingehen. Einmal, zweimal, dreimal. So, und selbst mit einer geschwächten, so dermaßen geschwächten Armee wie meiner, kann ich da jetzt sehr, sehr leicht durchräumen. Kann ich sogar mit meinen 2 HP-Einheiten richtig schön Schaden machen. Angreifen. Das Allerschönste an der Sache ist, ich habe jetzt wieder 2 Runden zum Angreifen. Thank you.
und jetzt kommt Jake noch dran. Der darf jetzt den Rest aufräumen. So, mit einem weiteren Comtower. Artillerie. Moment, wie weit kommt der hier? 24%, das ist mir ein bisschen zu wenig. Hier kriegst du den da kaputt. Na, das sieht doch schon besser aus. Einer der schönsten Tech-Powers, die man in diesem Spiel entfesseln kann, finde ich. So, jetzt ist sein Schlachtschiff weg. Das heißt, mein Kreuzer hat jetzt freie Bahn, mehr oder weniger. Und mit Grits Musik ist das immer so schön chillig. Da kommt man immer schön runter. Wie viel Benzin hat der noch? 24. Sollte sich noch ausgehen. Here comes the Ex Machina. Oh. Sogar da rein, ist ja super. Ich brauche hier nur noch einen einzigen Zug von Eagle und ich habe gewonnen. Von daher ist es jetzt eigentlich vollkommen egal, was ich mache. Ach, ich glaube, ich beschleunige das Ganze mal ein bisschen. Lass den hier nur mal schnell seinen Spaß.
So. Wer sich denkt, na, oh, scheiße, reicht nicht. Sag ich nur, think again. Lightning Drive. So, ich möchte jetzt aber trotzdem noch eine Infanterie und einen T-Copter erschaffen, damit mein Technik-Score ein kleines bisschen besser wird zumindest. Und bam. Victory! The Black Obelisk has been destroyed. My eternal beauty, it's fading. Retreat for now. Hey, those rats are trying to run. Hey, they're not going anywhere. We are going to end this right now. Okay, let's go. Is everyone ready? It's time for the final showdown. Tja, mir fehlt hier halt einfach der Power Score. Oh, victory is secured. Ha, that's my eagle. Und ich habe over 9000 credits.